Hallo und herzlich willkommen zu den Königreichen von Amalur in einer kleinen neuen Aufnahmesession übrigens, heimlich. Und da hinten leuchtet die Kiste schon wieder. Warum eigentlich? Wir sind hier gerade natürlich noch vor dem Mönchsgebiet. Die alte ist da aber noch am Pofen. Warum leuchtet die Kiste jetzt schon wieder? Gibt es wieder was Neues da drin? Scheppert. Ich glaube, es scheppert hier, Junge. Der Wind, der Mond. Kann man das hier vergleichen? Der Mond. Elf Rüstung ist nicht so viel. Blockt 7 Schaden. Plus 10 Leben, plus 10 Volltrefferschaden ist eigentlich, eigentlich können wir die Sachen vielleicht doch nehmen. Zu Plunder hinzufügen ist auch schön. Stiefel des Läufers, lalala, die Schmiede. Ich guck das mal ganz kurz, ich vergleiche mal ganz kurz die Sachen aus der Kiste. Die Schmiede, 26 Geschwindigkeit langsam. Wir haben Geschwindigkeit mittel. Bei unserem Schwert 18 Körperschaden, 4 Durchbohrungsschaden. Aber andererseits, die Schmiede ist ein Werkzeug der Veränderung. Genau dies drückt ihre Karte aus. Vielleicht können wir das wirklich einfach mal alles nehmen. Das heißt, nee, warte mal, bevor wir das alles nehmen können, wir haben Inventare mit 69 von 70. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen was verscheppern hier. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz zum Alchemieladen und verkaufe der Alten unseren überflüssigen Kram. Such. Komm, Oma. Zeit ist der entscheidende Faktor. Ja, hast du recht. So, hast du recht, deswegen... Quatsch nicht rum, ich verkaufe dir einfach alles, was ich habe. Ach du Scheiße, schwelender Hammer, betäubender Hammer. 34 Schaden, ich weiß nicht, ob betäubend oder schwelend. Erodierender Langbogen. Birkenholz-Langbogen, was macht denn der? Warum hat denn der eine rote Hand? Rote Hand. 10 Körperschaden, 4 Durchbohrung, Fassung, Waffe. Ich habe keine Ahnung, warum der eine rote Hand hier hat. Und wir müssten ja eigentlich noch verflucht sein oder so. Ne, war mir nicht so... Edles Eisen Langschwert. Wir kriegen ja wahrscheinlich eh gleich was Besseres. Betäubendes Pipapo. Betäubender Stab. Statischer Stab. Haben wir ja eigentlich schon. Birkenholz 14. Da hauen wir mal einfach. Nicht so schnell. Dieser Händler kauft keine gestohlenen Gegenstände. Muss man einen Hehler aufsuchen. Oh weia, deswegen der rote Hand. Okay, jetzt verstehe ich. Was? Gestohlen? Was? Und wir wollten hier eigentlich den ganzen Mumpitz hier, die haben alle 11, 11, 11, 13, 13, okay. Diesen Mumpitz wollten wir eigentlich mal verkaufen. Alles, was weiß ist, habe ich mir gedacht, verkaufen wir einfach gleich, ohne groß zu gucken. Das geht ein bisschen schneller. Kupfertalisman, standhafte Kutte. Hier, guck dir das mal an, 1700 Gold gibt der Selki-Schleier. Den können wir vielleicht behalten, aber ich möchte nicht unbedingt, den möchte ich nicht unbedingt anziehen, weil die alte sieht halt besser aus, ohne diesen komischen, ohne so eine Badekappe auf dem Kopf. Statischer Stab haben wir eigentlich schon. Vergleichen wir mal ganz kurz. 14 Blitzschaden. Unsere hat 11 Feuerschaden. 5 Sekunden lang 10 Schockschaden. Und wir haben dafür 3 Sekunden lang 10 Verbrennungsschaden. Und 2 Sekunden lang 3 Schockschaden plus 3 Blitzschaden. Das heißt, wir haben mehr Schaden insgesamt als das Ding hier. Da können wir den auch gleich mal verkaufen. Statischer Stab. Tschüss. Eisenlangschwert. Vergleiche ich auch mal ganz kurz. Wir haben Speerslangschwert. 11 Körperschaden, 6 Durchbohrungsschaden ist ein bisschen mehr. Der hat dafür eine Fassung. Ich glaube, Hammer sollte man generell einfach verkaufen. Die sind so langsam. Betäubender Hammer. 28 Körperschaden, aber 3 Eisschaden. Ist natürlich nice. Ist nice. Schwelender Hammer. 28 Körperschaden, 3 Feuerschaden, 5 Sekunden lang 3 Verbrennungsschaden. Geschwindigkeit sehr langsam. Die sind alle sehr langsam. Vergleichen. Na gut, dafür macht der ja nur 28. Der hier, der Stärkenhammer, weg damit. Den Birkenholz können wir eh nicht verkaufen. Die Zepter, was macht denn das Birkenholz-Zepter? 8 Feuerschaden, das ist ein bisschen luschi-muschi hier. Schmeißen wir gleich mal weg. Was? Ach, das ist auch geklaut. Verdammt, wieso haben wir so viel geklauten Krams? Keine Ahnung, standhafte Stulpen haben wir 2 Stück. Sieht doppelt aus, dann schmeißen wir die mal weg. Standhafte Schuhe, standhafte Stiefel, dann... Die Schuhe mal weg. Lederkapuze brauchen wir eigentlich auch nicht. Da hätten wir notfalls den Selki-Schleier, der offenbar wesentlich besser ist. Eisenbeinschienen, Baumwollschuhe, pipapo. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz beieinander, Henry. Als jetzt. Ja, genau. Leb wohl. Ciao. So, ich verlasse mal ganz kurz diese Stätte der Finsternis und dann gucke ich mal ganz kurz in die Truhe rein. Vielleicht nehmen wir den Truhenkrempel einfach mal mit. Was soll's? Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir noch hier bleiben. In der Gegend, denn es scheint uns da vorzuziehen. Wir machen mal alles nehmen. Du hast das Limit des Inventars deines Charakters erreicht. Dieses Limit kann weiter erhöht werden, indem du Rucksäcke erwirbst. Das Inventar ist voll.
Okay, und wir haben hier offenbar noch mehr als genug drin. Ich schau mal ganz kurz ins Inventar hinein. Das müssen wir auch mal... Das gehört ja einfach dazu, dass man sich so ein bisschen die Rüstung anguckt. Überflüssige, überschüssige Gegenstände kannst du auf folgende Warten aus deinem Inventar entfernen. Kennzeichen für den späteren... Kennzeichen einen Gegenstand für den späteren Verkauf, indem du ihn mit der rechten Maustaste anklickst und zum Plunder hinzufügen auswählst. Ah, okay. So funktioniert das. Zum Plunderbeutel. Hier ist der. So, Helm des Wächters. Blockeffizienz. Kapuze des Läufers. 8 Volltrefferschaden. 5 Körperresistenz. Kutte des Tals. Das ist alles für den Kopf, wie es aussieht. Ich guck mal ganz kurz, das ist der Selki. 6 Zauberkraft. Okay, der Helm des Wächters sieht dann so aus. Sieht ein bisschen dumm aus ohne Rüstung. Kapuze des Läufers sieht so aus. Oh, sieht irgendwie cool aus. Hat irgendwie was. Die Kutte des Tals sieht so aus. Sieht ein bisschen, naja, standhafte Kutte. Sieht immer noch lächerlich aus. So, Helm des Wächters. Plus 5% Rüstung, plus 5% Blockeffizienz. Okay, plus 8% Volltrefferschaden, plus 5% Körperresistenz. Ich würde auch gerne auf Schaden gehen, ehrlich gesagt. Mana-Regeneration braucht man nicht zwingend. Die Brust, Kürass des Wächters. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich ziehe mir das mal ganz kurz rein hier mit der ganzen Rüstung. Ruhm des Tals, das andere Wächterding konnte man leider nicht mit anziehen. Wie es aussieht, mitnehmen. So sehe das dann aus. Beinschienen des Wächters auch noch dran. So, damit sehen wir eigentlich schon recht cool aus, möchte ich mal sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Möchte ich fast gar nicht verkaufen. Ich wünschte, wir hätten eine eigene Truhe, wo wir Sachen reinlegen können. Können wir das hier nicht machen? Ist auch nur die Truhe mit Sonderlieferung. Ich hätte gerne eine eigene Truhe, wo man Sachen reinlegen kann, die man so nicht zwingend braucht. Wie zum Beispiel diese Rüstungssets würde ich gerne einfach behalten. Ich sammle ja so gerne diese Anziehsachen sozusagen in Spielen. Einfach nur, damit man sich auch mal anders kleiden kann. Kapuze des Läufers, Rüstung des Läufers, Volltrefferschaden. Ist eigentlich geil. Der Läufer ist eigentlich super. Handschuhe des Läufers. So, ein bisschen wie Thief schon wieder. Plus 5% Volltrefferschaden. Füße, Schuhe des Tals, aber eine ganze Menge, wie es aussieht. Plus 5% Blitzschaden. Mana-Regeneration, Stiefel des Läufers. Plus 5% Volltrefferschaden. Standhafte Stiefel, plus 5% Volltrefferschaden. Das soll man eigentlich diese hier anziehen, aber ich glaube, die hier passen einfach besser zum Look. Natürlich, Baumwollschuhe. Und im Grunde genommen ist es ja fast egal. So, Schild, haben wir mehrere. Standhafter Kite-Schild, blockt 7 Schaden. Blockt 7 Schaden plus 10 Leben plus 10% Volltrefferschaden. Wir haben ja momentan 20 Rüstung. Ist das hier Rüstung? Das sieht aus wie Rüstung. So, standhafter Kite-Schild. Und blockt. Aber da steht auch, blockt 7 Schaden. Blockt 7 Schaden plus 10% Elementresistenz plus 5% Leben plus 5% Körperresistenz plus 5% Schaden mit Magie, was ja bei unserem Stab eigentlich ganz praktisch ist. Und der sieht eigentlich ganz cool aus, wenn wir mal ehrlich. Der Turm sieht einfach nur aus, pam, wie ein Turm. Körperschaden, Elementarresistenz und der Mond sieht eigentlich auch ganz geil aus. Ich will das alles behalten, verdammt. Der Kite-Schild macht dagegen schon fast eine lahme Figur, würde ich sagen. Blockt 7 Schaden plus 10 Elementresistenz plus 5% Leben. Gefällt mir eigentlich echt gut. So, jetzt sind wir nicht mehr nackig, jetzt sind wir mehr Ninja. Sieht mir aus wie ein Ninja. Gefällt mir aber ganz gut. So ein bisschen wie Kenny, ne? Mist, ich würde echt gern Sachen irgendwo ablegen können. Das wäre mir wirklich ein Jumbo-Pläsier. Stattdessen muss ich all möglichen Scheiß verkaufen. Das ist blöd. So, Oma. Zeit ist der entscheidende Faktor. Nie war das zutreffend. Ja, genau. Wollte ich gerade schon ein Buch drüber schreiben, habe ich aber gelassen, weil es blöd und langweilig war. Waffen, die Flamme? Wieso wurden mir die gerade nicht ange... Ach, weil ich bei Waffen gar nicht geguckt habe. Ich Dovi-Mann. Selki-Schleier müsste ich ja eigentlich, wie gesagt, anziehen. Alter, ich kann das alles gar nicht tragen. Ich kann das alles überhaupt nicht tragen. Ich will auch die ganzen Bücher und so würde ich gerne irgendwo ablegen. Rickers Tagebuch war es nämlich, ne? Hier von der guten, nicht von der komischen. Und wir müssen immer noch dieses eine Buch lesen, was wir noch nicht gelesen haben. Abenteuer 1. Das Abenteuer 1, das müssen wir auch noch lesen. Puh, und wir haben noch, ich glaube, 8 Quests offen. Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall eine Menge. So, der Turm, den braucht man nicht zwingend. Gibt 23 Gold, den schmeißen wir eben weg. Es tut mir leid für Leute, die den Turm gern behalten hätten.
Der Mond, Kürass des Wächters. Sieht aber so geil aus, Mann. Kutte des Tals. Des Tals schmeiß ich mal weg. So, standhafte Roben kann ich auch mal hinfort. Oder? Nee, mach ich. Mann. Standhafte Rüstung, standhafter Kiteshield, den brauche ich nicht. Standhafte Schulpen, Tulpen. Standhafte Kutte ist, glaube ich, für den Kopf. Standhafte Stiefel brauche ich dann eigentlich auch nicht. Eisenbeinschienen schmeiße ich das mal weg. Die standhaften Stiefel behalte ich mal. Jetzt haben wir noch 60 von 70. Können wir bei dir einen Rucksack kaufen? Nee, ne? Konsumgut, verkaufte Gegenstände 56, ist aber gerade zugeklappt. Kappen der Lähmung, als jetzt. Jo, tschüss. Ich kaufe mal einen Rucksack bei der alten drüben. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet, aber dann können wir ein bisschen mehr tragen. Und irgendwie finde ich es doof, dass wir jetzt Klamotten anhaben. Ich weiß nicht. Ich möchte lieber wieder nackig durch die Gegend rennen. Das fühlt sich viel besser an. Und die Klamotten legen wir dann quasi so auf als Notfall bei schweren Gegnern. So, du hast doch was für mich. Denn? Was braucht ihr? Repariere, leb wohl, du warst es nicht. Ja, tschüss. Du warst es nämlich. Immer wieder du, liebe Rika. Ich brauch mal einen Rucksack von dir. Du hast doch einen Rucksack hier, ne? Rucksack, 7500. Ja, Sägeschleier, scheiße. Können wir uns nicht leisten, den Rucksack. Wiedersehen. Ja, tschüss. Ich guck mal ganz kurz im Inventar, was wir an Waffen haben jetzt. Primäre Waffe. Haben wir momentan das Speersschwert, das Langschwert hier. 11 Körperschaden, 6 Durchbohrungsschaden. 11 Körperschaden, 4, 5 Sekunden lang Blutungsschaden, plus 5% Durchbohrungsschaden. Die Bestie. Sieht geil aus, passt auch super zu unserer Rüstung, möchte ich sagen. Die Schmiede. Da haben wir 11 Körperschaden, 4 Durchbohrungsschaden, aber Geschwindigkeit mittel. Die Schmiede ist 18 Körperschaden, 4 Durchbohrungsschaden. Ist auch geil. Alter Finne. Ja, gefällt mir gut. Leben rauben und Verbrennungsschaden. Hier noch den schwelenden Hammer mit Feuerschaden. Der brennt auch, aber nur am Griff. Das sieht nicht ganz so beeindruckend aus. Der Berg. 28 Körperschaden, Betäubungsdauer und Körperschaden. Boah. Alter Finne. Das ist wirklich ein Berg. So, Stab. Die Flamme. 20 Körperschaden. Boah, geil. 10. Huch, 20 Körperschaden? 20, ja, 20 Körperschaden. Genau, was hat man denn vorher? Wir hatten vorher irgendwie, weiß ich gar nicht. Das edle Birkenholz-Zepter, 8 Feuerschaden. Nee, das ist geklaut. Ich weiß gar nicht, Langschwert. Ach, Sekundärwaffe hatten wir das andere Ding vorher. Hier die Flamme, 20 Körperschaden, 11 Feuerschaden. Geil. Chakram, 6 Körperschaden, 6 Eisschaden. 6 Einfrierenschaden, plus 5% Leben. Boah, gefällt mir echt gut. Zepter, das fällt. 7 Blitzschaden, 5 Sekunden lang Pipapo. Ich glaube, die lila Sachen behalte ich einfach mal alle und den Rest kann ich ja weghauen. Ich glaube, so Primärwaffe nehmen wir mal. Nehme ich die Bestie oder nehme ich 18 Körperschaden? Ist natürlich schon eine Ansage. Ich glaube, das hier gefällt mir irgendwie besser. So, als sekundäre Waffe haben wir jetzt momentan den statischen Stab. Ich glaube, da werde ich dann auf jeden Fall mal die Flamme nehmen. Hier, 11 Feuerschaden, da haben wir 20 Feuerschaden. Da haben wir zwar noch Blitzschaden dabei, aber hier haben wir noch 11 Feuer... plus 10 Mana. Naja, komm. Keine Frage. So. Ja, macht sich schon sehr gut. Und das Ding macht sich natürlich auch sehr gut. Hat die da irgendwie weiße Dinger jetzt im Gesicht? Hat sie die vorher auch gehabt, diese weißen Dinger? Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Hallo? Gesicht? Immer nur Brüste, ich sehe aber nicht das Gesicht. Naja, gut. Okay, pass auf, Oma, ich verkaufe noch ein bisschen was. Ja, was benötigt ihr? Ich muss mal einkaufen, aber verkaufen eher so. Und zwar betäubender Hammer, schwelender Hammer, erodierender Langbogen. Kann ich mal behalten. Eisenlangschwert, wir haben den Birkenholzlangbogen, den werden wir nicht los irgendwie. Speerslangschwert brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das Birkenholzzepter können wir nicht verkaufen, aber den statischen Stab können wir verkaufen. 55 von 70... Ich brauche dringend irgendwie... Wiedersehen. Ciao. Ich brauche dringend irgendwie eine Kiste, wo wir was reinlegen können, damit wir das, vielleicht, weiß ich nicht. So, haben wir mal ein bisschen aufgerüstet. Andererseits, ich möchte trotzdem lieber nackt rumlaufen. Das ist einfach, das ist so ein Fetisch von mir. Boah. Ist aber saulangsam.
So, das kennen wir ja schon. So, das Schwert ist sehr, sehr langsam. Ich möchte fast mal das andere probieren. Ich finde so Attentäter besser, als mit einem Zweihänder durch die Gegend rumzufuhrwerken. Was haben wir denn da hinten? Was leuchtet denn da? Ach, hier ist ein Friedhof und da ist noch eine Rolle. Und wer seid ihr? Gisela Wulflack. Oh nein, für euch habe ich einen Brief. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin an so viel Aufregung nicht gewöhnt. Es war schwierig genug, sich in Kriegszeiten an alles anzupassen. Und jetzt müssen wir in unserer eigenen Heimat auf der Hut vor den Tuatha sein. Was soll nur aus dieser Welt werden? Wenn ich das mal wüsste, und ich bin froh, dass wir die Mütze immer abnehmen. Gisela, erzählt mir von euch. Ich war die große Liebe eines Müllers, die dann die Frau eines Müllers wurde. Und nun bin ich die Frau eines Soldaten. Es ist meine Pflicht, für meinen Liebsten und all unsere Männer an der Front Wache zu halten. Auf dem Friedhof? Euer Mann ist im Kristallkrieg, oder? Um ehrlich zu sein, weiß ich weder, warum sich die Tuatha im Krieg mit den Alpha befinden, noch warum Männer so kämpfen, wie sie es tun. Ich weiß nur, wer sich um die Folgen kümmern muss. Der Wahnsinn der Tuatha hat auf den Hof des Winters übergegriffen. Bevor die Tuatha auftauchten, hatten sämtliche Feien jahrhundertelang im Frieden gelebt. Das ist alles so traurig. Aber ich dachte, die Tuatha kommen vom Hof des Winters oder haben sich von da abgespalten. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher gerade. Und der Hof des Winters, was wisst ihr denn über den Hof des Winters? Ich bin alles andere als eine Scholarin, aber ich kann euch erzählen, was ich weiß. Ja. Es gibt zwei Gruppierungen der Feien. Den sanftmütigen Hof des Sommers und seinen raueren Vetter, den Hof des Winters. Als ich noch ein Kind war, hat man uns Geschichten über ihre uralte Rivalität erzählt. Es sind natürlich Mythen, aber sie genügen, um einem kleinen Mädchen Angst einzujagen. In den letzten Jahren wurde der Hof des Winters gestürzt und von mächtigen Feien verdorben, die man die Tuatha nennt. Es sind die Tuatha, gegen die wir kämpfen und die wir besiegen werden. Okay, also nicht abgespalten, aber sie haben den Hof des Winters gestürzt, so rum eben. Und was wisst ihr über die Tuatha selbst? Soweit ich es verstehe, waren sie einst Angehörige des Hofs des Winters. Also doch. Und genau wie alle anderen Feien auch. Doch dann wurden sie von irgendetwas Dunklem verlockt, das sie veränderte. Ich frage mich nur, was es war. War es einfach nur die Macht und die Korruption? Hm. Meine Erfahrung mit ihnen beschränkt sich jedoch auf Arnik Arduna und Katrin Olvi. Sie wirken nicht anders als der Rest von uns. Ein bisschen weiser vielleicht, aber sie sind anständige, hart arbeitende Leute. Und ich bin eine von ihnen. Ich bin eine Alpha oder Einer im Körper Einer Alpha. Ja, du weißt schon Bescheid. Was haltet ihr denn von den Feien? Wenn es die Tuatha nicht gäbe, würde ich sie für einen Mythos halten. Die Feien halten sich von uns fern. Vielleicht sehen sie uns als Eindringlinge in ihren Ländern. Vielleicht lehnen sie unsere zivilisierte Lebensweise ab. Oder sie wissen vielleicht etwas, das uns verborgen ist. Diese Möglichkeit beunruhigt mich am meisten. Ich wurde in diesem Dorf geboren und bin hier auch aufgewachsen. Nun ja, nicht direkt in Goahat, sondern auf einem Gehöft außerhalb der Grenzen des Dorfes. Es war ein gutes Leben. Bis der Krieg kam, natürlich. Ich habe eine Nachricht betreffs eures Mannes, aber erzählt mir doch vorher noch von der Mission von St. Otwig, die hier um die Ecke ist und wo wir eigentlich hin wollten. Es ist seltsam. Seit ich mich erinnern kann, hocken diese alten Vögel schon auf dem Hügel und blicken wie Falken auf uns andere im Dorf hinunter. Aber ich weiß kaum etwas über sie, nicht einmal ihre Namen. Halten sie sich so versteckt? Wiedersehen. Ich kann ihr also nicht sagen, dass ihr Mann gefallen ist. Kann ich Grabsteine lesen? Oh, ich will Grabsteine lesen. Da war doch was. Hier war gerade was. Ach, reden mit Gisela. So, ein Brief am Grab. Brief an Avery Agast 1. Avery, ich kam nach Goahat, um nach der Euren zu sehen. Rika ist genauso wunderbar, wie ihr sie beschrieben habt. Und doch ist sie nur noch ein Schatten. Sie vermisst euch, mein Freund, so wie wir alle. Ich werde über sie wachen, da ihr es nicht mehr könnt. Und ich werde euch oft besuchen. Verflucht sei dieser Krieg. Wer hätte gedacht, dass ich zu einer Mission kommen und ein Gefängnis gegen ein Kloster tauschen würde? Wären wir doch nur beide entkommen. Aber die Gitter waren zu stark, die Tuatha zu grausam. Euer Waffenbruder Mason.
Das heißt, Mason weiß eventuell etwas, wenn wir den gleich aufsuchen. Ich habe, glaube ich, immer noch einen Fluch auf mir lasten, übrigens, seitdem wir das eine Ding da, den magischen Bandzauber nicht weggekriegt haben. Ich weiß nicht, wie man diesen magischen Bandzauber aufhebt. Das wurde mir nicht ganz so klar aus der Erklärung. Müsst ihr vielleicht nochmal im Internet nachlesen, kam ich noch nicht zu. So, und jetzt hier auf zur Mission von St. Hedwig, was ich übrigens extra so nenne. Zur Mission! Wir sind schon da, Bruder Egan. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Ihr seid ein Tumbator, mein Freund, und ich würde sagen, ihr geht nach Hause. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte, und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ja, dann müsstet ihr schwach genug sein, nicht hier anzukommen. Dann lebt wohl. Macht's mal gut. Abliefern kann ich euch offenbar nicht. Mit wem soll ich dann hier reden? Ja, bei Mitaru. Egan ist wieder da. Ja. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Hedwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Für wahr ist sie das. Und was haben wir erhalten? Ich sehe gerade gar nichts. Erzählt mir nochmal über Bruder Egan. Wir haben es allein der Gnade Mitarus zu verdanken, dass Egan zu uns zurückgekehrt ist. Und mir. Und natürlich hattet auch ihr euren Anteil an diesem Wunder. Die Wege der Obrigkeit sind mannigfaltig. Für wahr, mein Freund, für wahr und tschüss. So, Quest gemeistert, Glaubenskrise. Er kann jetzt wieder nach Hause gehen. Wir finden eine neue Truhe. Ist das Klauen? Nein, die können wir einfach so aufschließen, sehr leicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben nur noch 6 Dietriche, das wird langsam knapp. Korrektur, gleich nur noch 5. Die Richtung stimmt scheinbar. Juhu. So, Reparaturkit, einfache Brandsalbe. Wir brauchen Platz im Inventar. Ich wünschte, wir hätten eine Reisetruhe. Ein Ruhehaus. Ein Truhehaus wäre mir lieber. Was ist das hier? Hedwigs Mitaru-Schrein. Mitarus Schutz, na, da freue ich mich sehr. Kommt neben dem Fluch ganz gut eigentlich. Und wir gehen natürlich gleich nochmal ins Kloster hinein. Erstmal gucken wir hier eben, was ist das hier? Reliquar? Wie wird das ausgesprochen? Reliquar? Reliquar? Oh, schön viele Bücher. Wenn wir hier vielleicht durch die Bücher walken? Und ein schönes Bild an der Wand. Vater Dünnwell. Wie geht es euch? Sollte euch die Last der Welt jemals zu schwer werden, könnt ihr uns jederzeit besuchen. Unser Heim ist auch das eure. Das ist zu gütig, aber ihr habt mir leider nichts mehr zu sagen. Schade. Hätte gern noch was gelernt. Plündern Bücherregal. Durchstöbern Bruder Tills Sammlung mit Ausrufezeichen. Sammlung von Bruder Till, dem verstorbenen Schriftgelernten der Mission von St. Hedwig. Die Titel der verbliebenen Bücher legen nahe, dass Tills literarisches Interesse vor allem anzüglichen und wollüstigen Themen galt. Wenn du möchtest, kannst du alle fehlenden Bände ausfindig machen, oh ja, und sie in Tills Sammlung zurückbringen, um eine Belohnung zu erhalten. Nehmen wir doch mal an. Längst überfällig. Na, wunderprächtig. Was haben wir hier? Bücherregal ist Klauen. Wo geht's denn hier hin? Und wer ist, das ist nicht Bruder, das ist Bruder Delf. Das ist der Bruder von Bruder Dwölf. Das ist alles Delfs Truhe, das ist ja alles Klauen, verdammt. Das, oh, ich sah euch nicht hereinkommen. Ich habe diesen Brief gelesen und gibt es etwas, das ich, kann ich? Ich dachte nie, dass das passieren würde. Sie kommen. Trotz allem, was in diesem Dorf vorgeht, kommt die Rote Legion, um mich zu holen. Warum ausgerechnet euch? Erzählt mir von euch. Ich gebe zu, meine Vergangenheit bestand aus Trunkenheit und fragwürdiger Moral, aus Frauen und Wein. Ich bin nicht stolz darauf, aber ohne meine Fehler hätte ich nicht zu dem werden können, was ich heute bin. Die Frage ist, was bist du denn heute und was warst du denn damals? Und was machst du hier in der Mission von St. Hedwig? Sie hat die Leere in mir gefüllt. Ein Verlangen, das ich mit Wein, Frauen und allem möglichen anderen zu stillen hoffte. Diese Mission gibt meinem Leben eine Bedeutung.
Aber welche Bedeutung? Und wie gefällt euch Gorhard? Die Leute hier sind freundlich, aber auch misstrauisch. Sie vermuten, die Mission habe Geheimnisse. Und sie haben recht damit. Welche Geheimnisse denn? Aber gut, wenn er es verraten würde, wären es natürlich keine Geheimnisse mehr. Was will die Rote Legion? Ich war nicht immer der fromme Mann, den ihr nun vor euch seht. Nein, ich war ein Halunke. Ein Mitglied der gefürchteten Roten Legion, der Bande des berüchtigten Verbrechers Edward, der Rote Tod. Aber das Plündern befriedigte mich nicht. Ich wollte etwas anderes. Einige von uns täuschten ihren Tod vor und desertierten, wohl wissend, dass der Rote uns möglicherweise eines Tages aufspüren würde. Und jetzt ist es soweit. Das steht alles in diesem Brief des Roten. Er verlangt, dass wir den Blutritus erfüllen. Zwei Leben für eines. Er lässt mich gehen, wenn ich die beiden Männer töte, die mit mir desertiert sind. Aber das kann ich nicht tun. Ich wette, einen solchen Brief haben die beiden anderen auch bekommen. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich könnte mich dem Roten ergeben, aber er würde mich nur töten lassen. Die einzige andere Möglichkeit besteht darin, die Männer zu töten, die mit mir fortgegangen sind. Und das kann ich nicht machen. Ich bin nicht mehr derselbe wie früher. Ich entschuldige mich für die kurze Unterbrechung, da ist leider gerade die Festplatte vollgelaufen und da hat sie die Aufnahme abgebrochen. Ich musste mal kurz bis hierher spielen, aber wo waren wir gerade? Ich werde mich darum kümmern, wenn es nicht heißt, dass ich die beiden anderen umbringen muss. Ich tue, was ich tun muss. Hoffentlich vergeben mir Ugna und Itran. Ugna arbeitet in dem Dorf Gorhard. Itran durchstreift die Ruinen in der Nähe von Haxi. Und kämpft noch immer mit seinen Dämonen. Seid wachsam. Ich fürchte, sie werden wahrscheinlich auch zu mir kommen. Wenn es vollbracht ist, nehmt ihre Dolche und bringt sie zu Edward dem Roten. Er wird Beweise verlangen. Nehmt zunächst meinen. Viel Glück, meine Liebe. Möge Mitaru euch segnen. Auch euch, Bruder. Ich hoffe, es reicht, wenn wir einfach nur die Dolche überbringen. Wenn wir jetzt von ihm den Dolch sammeln und von den beiden anderen auch. Ich glaube, der eine von denen wird uns angreifen. Haben wir das hier schon erfahren? Vorhin habe ich es ja schon erfahren. Ich werde es gleich wieder erfahren. Erst einmal erzählt vom Blutritual. Er ist ein Sakrament der Roten Legion. Wer ein Verbrechen begeht, muss dafür Buße tun. Entweder mit seinem Leben oder mit dem zweier anderer. Zweier wahllos anderer oder zweier bestimmter anderer? Das ist ja die Frage. So, wer sind nochmal die anderen Deserteure? Ugnar war immer an der Seite des Roten Todes. Oh. Er war seine rechte Hand. Oh. Aber unter seiner harten Schale war Ugnar ein guter Mann. Gepeinigt von den Geistern seiner toten Frau und seinen Kindern. Itran hingegen steht nur Edward dem Roten selbst an Blutdurst nach. Er soll früher Justiziar gewesen sein, wurde aber wegen Brutalität im Amt entlassen. Oh. Seine Hingabe an den Gott Ynadon ist purer Fanatismus. Also Itran werden wir wahrscheinlich töten müssen, den anderen können wir wahrscheinlich noch überreden, eventuell. Erzählt mir von Edward dem Roten und reicht es nicht, wenn ich den einfach strecke? Ich habe jahrelang unter dem Roten gekämpft, dennoch weiß ich nichts über ihn. Nur eines, er tut alles, um zu bekommen, was er will. Die gefährlichsten Männer sind jene, die keine Grenzen kennen. Ja, oder auch die am meisten kommen oder die innovativsten, man weiß es nicht. Wo befinden sich die beiden anderen? Ugnar arbeitet für den Gasthof in Gorhard. Oh. Itran nennt sich der Schatten und raubt Reisende in Haxi aus. In wo? In Schweine-Haxi? Das heißt, der eine ist direkt hier in Gorhard. Ich glaube, von dem kriegen wir den Dolch bestimmt einfach so. Mitaru sei mit euch. So, wir verfolgen die Quest mal. Nehmen wir noch ein bisschen auseinander. Der Typ ist ja jetzt eh weg, ne? Der guckt ja jetzt nicht. Mittel aufschließen, Truhe. Ob ich das hinkriege, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ach, fuck, nur noch 5 Dietriche. Nein! Nein! Ah, 4 Dietriche! Wir gehen uns langsam aus, verdammt. Standhafte Rüstung brauchen wir noch eh nicht. Geformter Stein nehme ich mal mit und die Scherbe nehme ich auch mal mit. Und hier können wir Gemmen schleifen, wie es aussieht. Backgammon schleifen. Nachdem wir hier mal ein bisschen aufgeräumt haben.
Durch Gemmenschleifen kannst du Gemmen herstellen und diese dann verwenden, um deine Waffen und Rüstung mächtige Boni hinzuzufügen. Da freue ich mich sehr. Herstellen. Waffen, Gemmen. Ich glaube, bei der aktuellen Rüstung haben wir auch nichts zum Sockeln, glaube ich, ne? Rüstungsgemmen. Gucken wir mal ganz kurz. Hier kannst du beliebige Scherben aus deinem Besitz zu Gemmen verbinden. Verbindungen verschiedener Arten von Scherben ergeben auch unterschiedliche Effekte. Experimentiere mit ihnen. Sehr gerne. Wir haben trübe Schutzscherben, trübe Eisscherben, physische Scherben. Plus 10% Rüstung. Okay. Die gleichen, die trüben Schutzscherben. Ich probiere das mal aus. Mach mir ganz kurz hier bei den Waffengemmen. Trübe Schutzscherbe. Gibt hier dann Durchbohrungsschaden. Okay. Ich würde sagen, wir behalten die Scherben aber erstmal, bis wir wirklich Gemmen brauchen, weil momentan können wir nichts sockeln bei unserem jetzigen Outfit hier. Ist der Typ weg? Da ist das... Habe ich das Regal eigentlich schon vor der Aufnahme hier? Ich glaube, das habe ich schon vorhin gemacht, ne? Bruder Tills Sammlung, das haben wir schon gemacht. Annehmen. Ich hoffe, da irre ich mich jetzt nicht. Okay, der Typ ist weg. Da können wir mal ganz kurz heimlich hier Mitaru 1 sammeln. Eine Geschichte Jolwans sammeln. Längst überfällig. Können wir auch verfolgen, die Quest. Das machen wir natürlich später. Erstmal haben wir die von dem anderen Typen. Wo wir die beiden roten Armee-Fraktionsfritzen umbringen müssen. Buch der Weihe. Plündern wir mal. Weihe-Ritual. Was kriegen wir hier? Eine trübe Giftscherbe. Den Rest lassen wir mal drin. Den brauchen wir eh nicht. Hier kriegen wir Borke. Nehmen wir mit. Und ein Dietrich. Aber da kommt jetzt keiner. Ich höre Schritte. Goldmünzen, St. Hedwyn. Oh Mann, wir müssen lesen. So. Hallo, Vater Dünnwell. Der setzt sich jetzt bestimmt dahin und guckt, dass wir nichts klauen. Okay. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Nee, ne? Wir haben hier alles mitgenommen. Lalala, okay. Ich dachte noch, da gab es vielleicht Regale, die wir übersehen haben. Ich habe übrigens jetzt, weil ich eh wieder bis dahin spielen musste, habe ich aus der komischen Truhe nur das Nötigste mitgenommen. Also wirklich die Waffen, die wir eh schon dabei haben und das Chakram. Mehr habe ich jetzt da nicht rausgenommen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Der Rest ist immer noch in dieser Lieferungstruhe. So, und wir betreten das Ruhehaus. Hallo? Hallo? Schade. Ist denn sonst niemand hier? Ein Bücherregal über das Trinken. Alter Schwede, wir werden lesen müssen wie die Weltmeister. Sehr leicht aufschließen. Truhe will ich gar nicht. Ich hab die Schnauze voll mit diesen Truhen. Okay, es muss auf jeden Fall in diese Richtung gehen. So. Edles Eisenlangschwert brauchen wir auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Truhen lohnen sich momentan überhaupt gar nicht. So, plus ein Gold, ganz ehrlich. Was ist denn das hier für ein Mumpitz? Plus 6 Gold, selbst das ist irgendwie lächerlich, wenn wir bedenken, was wir für Geld eigentlich brauchen. Für Gold, meine ich natürlich. Primitive Baumwollroben, Trank der Lebensgier und Weichkrabbelpulver, wofür auch immer wir das brauchen. Das werden wir bestimmt noch erfahren. Bücherregal Mitaru 2. Mitaru 1 haben wir eigentlich schon. Dann haben wir das jetzt zweimal. Wissen kann man nie genug haben. Wie viele Mitaru-Bände es wohl gibt. Huch. So, ich hoffe, der Typ ist nicht hier oben. Der eine, der reingegangen ist. Sehr leicht aufschließend. Truhe lasse ich jetzt mal einfach. Schrank, Bauernhose und Kaufmannskappe. Na, Glückwunsch. Das Morgengebet. Das können wir gleich mal natürlich mal vorlesen. Bauernhose kann man Bauernhuhn. Brauchen wir alles nicht. Ja, was soll's. Wenn wir schon mal dabei sind. Na, das ging erstaunlich leicht. Eisenlangschwert brauchen wir nicht. War's das hier? Mehr gibt's hier nicht. Lustigerweise finde ich hier andere Sachen als beim anderen Durchlauf. Als vorhin, als mir die Aufnahme abgeschmiert ist und ich es nicht gemerkt habe, finde ich jetzt andere Sachen in den Truhen als noch zuvor. Denn ich habe vorher noch Mithril oder was das war, 3 gefunden. Oder war das hier oben? Da war nichts. Da ist auch nach wie vor nichts. Hier ist noch ein Bücherregal. Ja, Mitaru, nicht Mithril, ist natürlich eine andere Rüstung. Falsches RPG-Universum. Da haben wir den dritten Band doch noch gefunden. Hier ist nichts drinne.
Okay, dann haben wir hier auch alles abgeerntet. Und ich bin mal gespannt in diesem Gasthaus, wenn wir dann zu dem Typen gehen, ob der uns freiwillig den Dolch gibt oder ob wir den umlatzen müssen. Der ist ja extra desertiert von der Roten Armee. Aber in der nächsten Folge gucken wir erstmal hier hinein. Das ist die Kapelle. Und dann schauen wir da mal rein, was da auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Ins Kriegen. So, wie schon erwähnt, in der nächsten Folge schauen wir uns einmal mal ganz kurz die Kapelle an und dann schauen wir mal ganz kurz, wie viele Quests haben wir eigentlich momentan offen. Ich gucke das mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quests haben wir offen und wir befinden uns immer noch im Anfangsgebiet, im allerersten Dorf. Es ist unglaublich. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen, naja, ein bisschen zum Spielen werden wir noch haben. Freue ich mich drauf und in der nächsten Folge geht's weiter. Da sehen wir uns wieder in der Kapelle und hoffentlich zu einer Lesestunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.